Also mich ärgert es, wenn die Leute so abfällig über ihren Körper und ihre Tage reden. Also sowas wie jetzt, den Scheiß habe ich nimmer oder den Scheiß braucht kein Mensch oder Gott sei Dank habe ich das hinter mir. Da blutet mein Herz, wenn ich sowas höre. Man muss sich einfach nur mal überlegen, wie viel Müll man jeden Monat rausträgt, nur aus dem Badezimmermülleimer. Also wir kennen alle die Säcke, die wir dann austragen, die dann stinken und die einfach einen Haufen Müll machen. Naja, ich habe dann 2 Jahre lang getestet, bis ich dann fast die perfekte Binde hatte. Und ich wollte es eigentlich nur für mich machen. Also die erste Idee war nur für mich. Und dann dachte ich mir, wow, das ist so ein gutes Gefühl in der Hose, das muss die ganze Welt spüren. Und so ist meine Mission, für alle ein gutes Gefühl. Also bei mir hat da früher auch niemand drüber geredet, gar niemand. Als ich meine Tage gekriegt habe, habe ich mir gedacht, oh, was ist da los? Bin zu meiner Mama, die hat mir Binden gegeben, ja, die brauchst du jetzt, fertig. Also irgendwie, da war keine Erklärung, nix. Und mir war dieses Bindeneinkaufen auch immer total peinlich. Also bis ich Stoffbinden selber gemacht habe, fand ich Bindeneinkaufen total schrecklich.